Und wir haben uns so gedacht, Moment mal. Wir wollen uns dem Ganzen mal wieder entziehen. Es geht jetzt nach Thailand. Aus Kroatien, hier aus unserem Van. Wir fliegen nach Österreich. Wir sind jetzt hier in Kambodscha. Hallo aus Tokio. In Finnland. Oder auf dem Weg zu den Lofoten. Wir sind gut in der Türkei angekommen. Wochen in Kroatien unterwegs gewesen. Es geht um Angst und Krankheit. Ja, zwischen all den wunderschönen Momenten gab es auch ziemlich viele schwierige Momente. Da ich ins Krankenhaus gekommen bin. Das Jahr 2019 war ein komplettes Auf und Ab. Könnte sehr aufregend werden. Die Wheels vom Van werden brennen. Ich glaube, das geht nicht, oder? Ein Moment in dem Leben einer Frau Ferrer. Man überlegt nicht, man macht einfach. 2019 habe ich sehr viele erste Male erlebt. Das Leben ist halt eine ständige Achterbahnfahrt. All das, was passiert, kann man nicht immer unbedingt planen. Ich hoffe, du magst es halt. Rita, diese miese Ich liebe einfach die Abwechslung zwischen dem Schauspiel und dem Reisen. Jetzt aber viel lustiger, und zwar bekomme ich das Tattoo auch wieder ab. Wie lustig, dass wir am Anfang des Jahres eigentlich schon wussten, wie crazy das Jahr wird. Also im Januar sind wir zum ersten Mal nach Finnland gereist und wir haben die Polarlichter gesehen. Wenn du hier mit Turnschuhen hinkommst, hast du verloren. Danach standen viele Events an und ich habe sogar den Community-Preis gewonnen. Dann ging es weiter in die Türkei. Wir sind zum ersten Mal Heißluftballon geflogen, ganz spontan, und es war echt ein komisches Gefühl. In Österreich dann, ja, war das Snowboarden direkt am ersten Tag vorbei. Ich bin auf die Fresse geflogen und habe mir mein Bein ganz schön krass verdreht. Was ich außerdem 2019 unbedingt machen wollte, war wieder ein cooles soziales Projekt. Hier habe ich mich um Meeresschildkröten gekümmert und sie wieder aufgepäppelt, aufgezogen und am Schluss dann sogar im Meer wieder freigelassen. Das heißt nicht, dass wir nie wieder Plastik verwenden sollen. Wir sollen einfach nur etwas bewusster damit umgehen. Reisen bedeutet für mich ein gewisses Gefühl von Freiheit, aber dort lerne ich auch sehr, sehr viel über mich selber. Jetzt, Leute, gibt es ein ganz traditionelles Tattoo. Das Tattoo soll mich daran erinnern, nicht alles immer so ernst zu nehmen. Dann die erste große Vanreise nach Afrika, nach Marokko mit dem Van. Wir haben schon über eine Woche gebraucht, um erstmal anzukommen. Wir wurden zweimal von der Polizei angehalten und wir hatten ganz schön viel mit uns selber auch zu strugglen, weil nicht immer alles so einfach war. Dann sind wir nach Kambodscha gereist. Dort ging es um das Thema Mangel und Unterernährung bei Kindern. Wir finden es einfach toll, wenn das Reisen auch einen tiefgründigeren Sinn bekommt, wenn man auf Reisen auch etwas machen kann, vielleicht sogar etwas bewegen kann. Natürlich darf die Zeit mit Freunden auch nicht fehlen. Die Jessie ist ja immer noch meine beste Freundin, jetzt schon seit 7 Jahren, und wir waren zusammen auf dem Tomorrowland. Das ist so unser großes Highlight. Wo auch ich einfach mal alles um mich herum vergesse. Die Familie darf auch niemals vergessen werden. Hier war ich mit meiner Mama für ein paar Tage in Österreich. Was soll ich mit ihm machen? Und zurück zu Hause ging es auch schon los mit den Dreharbeiten für Der Lehrer. Dort spiele ich die Rolle Betty, eine Schülerin in einer absoluten Chaotenklasse. Auch dieser Schicksalsschlag kam ziemlich unerwartet, und das war das erste Mal, dass jemand in meinem engeren Freundes- und Bekannteskreis von uns gegangen ist, und ja, das steckt immer noch sehr tief in mir. Ich habe mich trotzdem entschieden, kurze Zeit danach nach Hawaii zu reisen,
um einfach, ja, weiterzumachen. Denn was anderes bringt es ja auch nichts. Man muss immer weitermachen. Und ja, ich wollte auch nicht aufhören, mich selber weiter zu challengen. Und wie ihr sehen könnt, das habe ich auch trotzdem immer gemacht. Ich mag halt einfach Challenges. Ich versuche mich trotzdem immer aufzuraffen. Hier haben wir zum Beispiel eine Stand-Up-Paddle-Tour über den Rhein gemacht, einen ganzen Tag lang. Das war natürlich auch was ganz Besonderes. Ja, und dann ging die Reise los nach Kroatien mit dem Van. Wann hattest du eigentlich dein erstes Mal? Was stört dich eigentlich am meisten? In Japan dann wurde es ziemlich verrückt und auch sehr privat. Super lustig, was dabei rumgekommen ist. Meine Mama unterstützt mich bei meinem Online-Shop und da wollte ich ihr noch mal eine Freundin machen und habe sie nach Finnland eingeladen. Die Polarlichter, ein einzigartiges Erlebnis, was ich auch unbedingt meiner Mama zeigen wollte. Wir haben die Lichter leider nicht gesehen, die Zeit war trotzdem unvergesslich schön. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir es gemacht haben mit dem Van. Hier im Winter nach Schweden, nach Norwegen, bis zu den Lofoten, ganz in den Norden, was wir dort erlebt haben, war Abenteuer pur. Und auch diese Reise muss ich erstmal verarbeiten. Die stehen hier mit zwei LKWs und warten darauf, uns hier rauszuziehen und die Polizei kommt seit einer Stunde nicht. Zwischendurch machen wir natürlich immer unsere Jobs. Meine Dreharbeiten gingen weiter. Ich musste zwischendurch auch mal zum Dreh, zu einem Job. Das steht natürlich nie im Hintergrund. Ich denke, wir sind trotzdem neben den ganzen Reisen immer sehr fleißig. Ob es am Kochbuch ist von Jerry, an meinen Büchern, an meiner Kollektion, an meinen Presets. All das, was wir auch nebenher irgendwie machen wollen. Da wir einfach Freude an dem allem haben, was mit Kreativität zu tun hat. Das war unser Jahr 2019. Was ein Jahr, ey. Ja, was ein Jahr. Höhen und Tiefen, alles war dabei. Absolut. Und jetzt mal eine Frage an euch. Und zwar haben wir uns so überlegt, okay, so Handy immer mit dabei, Kamera mit dabei. Wann habt ihr eigentlich zum ersten Mal oder wann habt ihr euer erstes Handy bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe mein erstes Handy in der 4. Klasse bekommen. Da war ich dann so 10 oder 11. Damit meine Mama mich immer so erreichen konnte. Aber das war später auf jeden Fall. Wie lange habt ihr euer Handy mal ausgeschaltet? Oder mal allgemein ohne irgendein iPad oder Laptop oder sowas wie lange, Zeit verbracht? Ja, wie lange habt ihr wirklich alle Sachen mal ausgeschaltet? Das würde ich auch mal gerne wissen. Bei mir waren es 5 Tage, wo wir in Holland waren. Ne? 5 Tage haben wir unser Handy mal zu Hause gelassen. Ja. So, das war das Längste. Das ist so krass. In den letzten Jahren. Ja, wir haben unser halbes Leben mit unser Handy immer mit dabei, machen alles damit. Und wir haben uns so gedacht, Moment mal. Wir wollen uns dem Ganzen mal wieder entziehen. Ja, wir wollen auch mal so eine kleine Challenge, sich selber einfach zu beweisen, sodass man das natürlich alles auch nicht braucht. Ne? Genau. So, das ist halt auch einfach verdammt wichtig für uns. Ja, das heißt, wir werden jetzt im ganzen Januar ohne Handy, ohne Kamera und keine Ahnung was verbringen. Das heißt natürlich auch für euch, dass ihr uns erstmal nicht sehen werdet. Wir melden uns dann wieder im Februar. Es geht auf eine Insel. Wir werden ein bisschen reisen. Wir wissen überhaupt nicht, ob das überhaupt klappt, ohne Handy was zu buchen oder keine Ahnung was. Ankommen und so. Ja, das ist unser Rucksack. Wir haben beide nur diesen Rucksack mit einer Handvoll Klamotten, mit ein paar Badehosen und ein paar Oberteilen und that's it. Ja, ich habe keine Schminke dabei, ich habe kein Glätteisen dabei, ich habe nichts dabei. Ich auch nicht. Das heißt wirklich ganz wenig Gepäck. Keine Lasten, die auf uns lasten werden. Nee. Nur wir beide. Keine Wertgegenstände oder so, weil wir wirklich komplett frei sein wollen. Gar nichts. Ja. Ich will auch mal gucken, so für uns, so wie kommen wir klar? Sonst arbeiten wir immer viel zusammen. Haben uns auf der Arbeit kennengelernt. Was machen wir ohne Arbeit? Und wenn wir nicht darüber sprechen, haben wir dann überhaupt noch Gesprächsthemen? Kommen wir wieder und sind getrennt, weil das so, weil wir gar nicht damit einander klarkommen? Oder verlieben wir uns nur noch mehr? Und, cheesy. Keine Ahnung. Also mal schauen, was passiert. Ihr werdet es auch erst dann im Februar erfahren. Wir melden uns. Und bis dahin, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns in einem Monat. Bis dann. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.